Rasenpirsch 2018. Traditionsgemäß, wie in jedem Jahr, sind wir natürlich wieder im Schwabenwald-Festzelt bei Wilhelmers Schwabenwelt. Und das Drei-Gänge-Menü hat natürlich schon längst begonnen. Hier geht natürlich wieder der Bär ab sozusagen. Viele Prominente sollten hier sein, aber es haut irgendwie nicht so ganz hin. Aber ein Bier kann man schon mal genießen. Und in diesem Sinne sage ich mal Prost. Jetzt gehen wir mal ein bisschen die Runde rum. Macht's gut. Und hier, das gab's zu essen. Das war der Hauptgang nämlich. Eine schöne, was war's genau? Keine Ahnung. Aber was Gutes. Gell? Ja. Und vor allen Dingen hier, das riecht ja, Rosmarin, herrlich. Richtig. Robin Kabiber jetzt hier neben mir und hier in Stuttgart treffen wir uns immer mal wieder bei irgendwelchen Anlässen. Ja. Wie geht's dir? Sehr gut, bisschen gestresst, aber sehr gut. Ja. Seines Zeichen Produzent und Regisseur. Ja. Und du hast jetzt gerade ein Projekt am Laufen, was so in der Endphase ist. Was ist es genau? Richtig, Wake Up Call ist mein erster Kurzfilm, allerdings Maximallänge, 40 Minuten fast. Habe jetzt in Berlin gedreht, Potsdam, Nizza, Monaco. Nächste Woche nochmal in Berlin, 2 Tage und dann sind wir durch. Okay. Wer wirkt mit? Um was geht's? Ganz kurz angerissen. Es wirkt mit Stefan Bockelmann, 16 Jahre unter uns. Der Malte hat er gespielt. Dann Charles Rettinghaus, deutsche Stimme, Jamie Foxx, Jean-Claude Van Damme, Robert Downey Jr. Es wirkt mit Marlene Jakob, es wirkt mit Peter Feuss, Rote Rosen. Meine Schwester, Priscilla, dann wirkt mit... Ich habe eine kleine Mini-Rolle in Monaco in so einem Penthouse. Letzte Woche waren wir da gedreht und es sind 3 Stories, die sich so ineinander verknüpfen. Es geht einmal um einen Unternehmer, der so mehr oder weniger auf dem falschen Weg ist einfach und immer wieder auf Teufel komm raus gegen die Wand läuft und da ist einfach so ein bisschen die Message, man, er muss neue Wege gehen und das wollen wir damit vermitteln. So. Und dann ein Sportler, der eigentlich auf dem richtigen Weg ist, aber die falsche mentale Einstellung zum Sport hat. Er rennt halt auch ein bisschen dem Geld hinterher. Und dann eine Frau, die ist so ein bisschen die beiläufige Geschichte, die nach großer Liebe strebt, so der Klassiker. Und es aber einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und das wollen wir damit vermitteln. Also manchmal nicht der richtige Zeitpunkt. Manchmal musst du neue Wege gehen. Manchmal musst du den Weg beibehalten, aber deine Einstellung dazu ändern. Wo kann man das Ganze dann jetzt bewundern, wenn es fertig ist? Erstmal Filmfestivals. Wir reichen zu den Oscars ein und dann gehen wir online, On-Demand-Plattformen, Fernsehen. Und dann kommt Hollywood. Wir werden sehen. Erstmal eins nach dem anderen, Step by Step, gute Arbeit abliefern und alles andere kommt. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg dafür, dass es so einschlägt, wie du dir es erhoffst. Danke. Und wünschst. Wird schon. Alles klar. Hier noch eine schöne Party und bis bald. Hau rein. So, jetzt machen wir mal ein bisschen einen Rundgang hier oben auf der Empore bei Wilhelmers Schwabenbräu-Zelt. Und hier steht er auch gerade so schön da, Michael Wilhelmer, ganz kurz. 2018 auch wieder hier, natürlich in deinem schönen Zelt, durften wir die Wasenpirsch mitfeiern. Was ist dieses Jahr besonders? Ja gut, die Wasenpirsch feiert ja jetzt 8-jähriges, das Zelt, die Schwabenwelt feiert 10-jähriges. Und wir haben wirklich ein Jahr der Jubiläen und 8 Jahre Wasenpirsch ist natürlich etwas, was auch Stuttgart einmal gehört, Danke zu sagen, weil so viele tolle Gäste, so viele nette Gesichter, so viele Leute, die sich austauschen, Spaß haben bei Essen und Trinken, bei guter Stimmung, guter Musik, das gibt es halt in der Schwabenwelt, so ist auch es. An einem Sonntagabend. Genau, also dafür auch dir herzlichen Glückwunsch zu deinem 10-Jährigen mit dem Zelt, also wirklich toll, hat sich gut entwickelt. Vielen Dank. Weiterhin tolle Jahre und dass wir noch gerne und oft dabei sein dürfen. Wir bleiben dran. Danke. In Ordnung. Dann kommt weiter. Hier sitzt die ganze Prominenz. Eigentlich nur die High Society aus Stuttgart. Jetzt aber. Genau, wir wollen eigentlich bloß mal gucken, was hier so abgeht, aber den richtigen A-Promi haben wir eigentlich noch gar nicht wirklich gefunden. Stattdessen hängen hier irgendwelche Luftballone rum und in Gold, das ist bestimmt Blattgold, also weiß es nicht.
so geht es besser. So. Hier wird gegessen und gespeist, richtig reingehauen. Aber jetzt habe ich wieder jemanden. Jetzt kommen wir mal hierher. Und ihr habt schon gespeist, war es gut? Sehr, sehr gut hier. Sehr schön. Ja. Ihr seid jetzt extra aus München angereist. Absolut. Wie kam es so spontan? Ihr habt das Oktoberfest. Wir wurden eingeladen, also von Matthias, und haben gedacht gehabt, Oktoberfest ist natürlich großartig, aber wenn es in Stuttgart die Vasen gibt, muss man das auch mal testen. Richtig, ne? Aber ich sage, aus der Vergangenheit kennen wir uns ja. Sehr gut sogar. Zusammen mit deinem Bruder habt ihr jahrelang musiziert. Stimmt. Im volkstümlichen Bereich. Was ist draus geworden? Also wir haben ja über 10 Jahre Profimusik gemacht. Das hat sich alles verändert und heute sind wir Unternehmer. Ne? Ja, genau. Erfolgreich. Was man so liest und hört. Gibt es ein Geheimrezept? Durchhalten. Durchhalten und fleißig sein. Okay, jetzt sehe ich gerade hier noch, da hat jemand einen Teddy gewonnen, aber was für ein Riesentier. Oh, wow. Also da hinten. Eieieiei. Genau. Aber dann wünsche ich euch hier mal noch viel, viel Erfolg und viel, alles Gute hier. Ja, danke dir dasselbe, Mensch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in München. Also, komm uns besuchen. Gerne. Ne? Machen wir. Ja, das nächste gerne. Mal. Okay, hau rein. Mein Kamera wieder hinschwenkt, unmöglich. Tja, hier, wenn es um Party geht, dürfen die Party-Spielagenten natürlich nicht fehlen. Ja, Wahnsinn, ja, Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Immer wieder neue Spielchen auf Lager. Nein, wir machen ja keine Spielchen, wir sind so, wie wir sind. Aber heute ist sehr langweilig. Ist echt? Ja gar nichts los, ist ja niemand da. Tote Hose hier, keine Stimmung. Ich glaube, ich gehe in der nächsten Stunde, gehe heim. Warst du eigentlich letzte Woche in München? Wer sind jetzt hier? Mein schlechtes Ich ist da. Ich kenne den Wichser gar nicht. Nee, das ist auch, Entschuldigung. Ja. Hier muss ich gucken. Hier. Warst du letzte Woche in München? Ja, München ist ja zu voll. Ne? München ist ja zu voll, das ist ja der Wiesen. Der Wars ist sehr gemütlich, Alter. Da hast du so tolle Leute essen. Okay. Der Wasen ist besser als die Wiesn. Die Wiesn ist überlaufen, das ist so voll. Und jeder, der einmal auf der Wiesn war und einmal auf der Wasen war, kommt wieder. Da brauchst du den Schönheitsdoc. Der schaut schon sehr kritisch. Kennt ihr Dr. Geggerler, Schönheitsdoc? Nee. Ja, das ist Schönheitsdoc. Dr. Geggerler, der heute alleine da ist mit meiner neuen Freundin. Die Betty ist meine Freundin. Er kennt sie ja gar nicht. Wir machen ja Stimmung, er soll Spaß gut, haben, der oder? War gut. Ja, wir wollen Spaß haben. Er arbeitet übrigens bei. Hyaluron. Er arbeitet bei Hyaluron, da gibt es so Getränke. Das ist, glaube ich, gut für die Haut. Hyaluron war das, gell? Hyaluron. Wir können nur blasen und saugen. Und das so, meine ich ja. Hyaluron. Okay, super. Also. Das passt, das ist wichtig. So ist gut, als die Seite ist gut, sage ich mal. Na, hier Rockzimmer. Hier geht's ab, da hinten gehen sie schon heim. Nein, Spaß. Hier ist Stimmung, hier ist Spaß. Sonntagabend. Wir waren heute Morgen in der Kirche. Und jetzt sind wir direkt hierher gekommen. Hier geht's ab. Da waren Sprüche wieder geklopft. Wahnsinn. Aber wir gehen noch mal ein kleines bisschen weiter. Kommt mit. Aber es leuchtet jetzt gar nicht mehr. Warum denn? Ah, jetzt. Ja, jetzt bist du auch schon mittendrin bei uns im Interview bei Promi-Geflüster. Ja? Hierüber müssen wir, gell? Hallo? Bist du hier die Wasenkönigin oder was du da so eine Kann man so sagen. Ich bin normalerweise immer auf der Wiesn in München. Ja, ich war letzte Woche auch in München. Beim Almauftrieb war ich am letzten Sonntag. Genau, da haben wir uns doch gesehen, glaube ich. Kann sein. Ja, ich bin dann beim Einzug der Festwirte gestanden. Aber ich muss sagen, hier in der Schwabenwelt, Hammer. Ja. Das toppt alles, was man toppen kann. Okay. Total Spaß. Ist etwas entspannter als wie in München, oder? Mann, ich bin ja Schwäbin. Ja. Und von daher fühle ich mich hier natürlich auch wohl als okay. Schwäbin. Okay, genau, so ist recht. Darf ich noch deinen Namen erfahren? Brigitte, ich bin der Frank. Hallo, Frank. Und das Ganze kannst du sehen jetzt auf promigeflüster.de, ja? YouTube. Super, freue mich YouTube, drauf. Gell? Danke, ciao. Also, das war hier die Königin hier vom Wasen und von der Wiesn. So sagt man es einfach mal. Und natürlich unsere Monika Hirschle
war auch dabei wieder, ja. Traditionsgemäß schon. Ja, war super. Hat ja jetzt wirklich Tradition, wie du so schön sagst. Und ist immer wieder toll. Genau. Du bist ab November wieder auf der Bühne im Theater im Markgrat. In der Komödie, ja, genau. In der Komödie. Ja. Was erwartet uns für ein Stück, wenn man dann kommt? Tratsch im Trepperhaus heißt das. Das ist ein ganz bekanntes Stück, hat die Heidi Kabel schon gespielt. Richtig. Und spiele ich jetzt, ich freue mich wahnsinnig drauf. Okay, dann bist du jetzt dann sozusagen die Heidi Kabel aus Stuttgart. Schön wär's. Ja, warum nicht? Ich warte mal ab. Ich warte mal ab. Ja. Und im Trepperhaus kann viel passieren, vor allen Dingen. Vor allem im schwäbischen Trepperhaus. Genau, so, das denke ich doch auch. Das fängt bei der Kehrwoche an, hört mit der Kehrwoche auf. Richtig. Und das Ganze geht los Ende November, oder? Am 16. November fängt okay, an. Okay, das ist Premiere okay. Dann. Und dann wieder bis Januar durch. Genau. Alles klar. Moni, dir alles Gute. Dir auch, und mach's gut und wir sehen uns. Wir sehen uns. Tschüss. Bis dann. Also, dass es hier im Zelt ja manchmal schon warm zugeht und man ist es ja eigentlich gewohnt, dass die Mädels ihre Hüllen fallen lassen. Aber jetzt sind es hier die Jungs, die sich obenrum mal freigemacht haben und nur die Schürze rum haben. Was habt ihr jetzt gleich vor? Also, wir servieren die Champagnerflaschen und sorgen für eine gute Stimmung hier auf dem Vasen. Okay, und die Champagnerflaschen sind die großen Dinger da, oder wo man immer mal da sieht, wo dann Feuerwerk abgeht? Gibt alles, von klein bis groß. 07 geht's los und bis 5 Liter, oder gibt es noch mehr? Bis zu 15 Liter auf jeden Fall. Okay. Und dann schon die großen Kracher. Und wie schwer sind die denn so? Ja, kommt auf den Kühler drauf an. Manchmal haben wir eine richtige Palette zum Tragen. Ich schätze mal so um die 40 Kilo. Und das sind halt die Dinger, wo der Geldbeutel dann, sage ich mal, der normale, doch ein bisschen strapaziert wird. Richtig, ja. Definitiv. Okay. Mehr als wir im Jahr verdienen. Also da kann ich leider auch nicht ganz mithalten. Leider. Aber dann wünschen wir euch noch viel Erfolg hier. Ihr seid die ganze Zeit auf dem Vasen jetzt. Wir sind die ganze Zeit da, jawohl. Oder jetzt nur während der Vasenpass? Nee, auch die komplette 2 Wochen über. Wir sind unten bei der Equipbox. Ab morgen wieder. Okay, alles gut. Bis dahin. Danke. Natürlich auch auf dem Vasen nicht fehlen. Pornoklaus auch hier wieder. Ja, wie geht's? Ah, super, super. Gestern noch Auftritt gehabt, Laola-Party, Sandhausen mit Willi Herren und jetzt heute auf dem Vasen. Mein Kumpel Marco besuchen hier, unser DJ aus den Bergen. Aber wir kennen uns auch schon ein paar Jahre. Gell? So ist es, so ist es. Wo kommst du nochmal her genau? Reitlinger, bin auch Schwab. Also sehe ich die doch auch. Ja, genau. Von daher schon mehrmals über den Weg laufen. Ja, genau. Immer noch unterwegs, Bulgarien, im Ballermann 6 am Auftreten. Ja, immer noch partymäßig. So ist recht. Aktuelle Projekte am Start. Nicht so viel Glück gehabt wie mein Kumpel der Almklausi mit Mama Lauda, aber ich bin immer noch musikmäßig unterwegs. Bei mir geht es immer um Frauen, Knickknack, 10 heiße Mädels. Ich liebe alle Frauen Okay. Und von dem her. Okay, und mit dem Titel kann man leben, Pornoklaus. Ja, alles gut, stehe ich auch dazu. Alles klar, okay, dann hau rein. Ciao, alles Gute, bis bald. Ja? Ciao. Ciao. So, jetzt sind wir hier mal an der nächsten Bar angelangt und es geht weiter. Jetzt gehen wir mal hier in die ganz exquisite Stube. Man sieht schon hier rote Vorhänge. Also das ist die Wilhelmer Lounge. Aber auch hier wird gefeiert. Guten Appetit. So, wir schauen mal, ob wir jemanden finden, wo wir uns gleich mal noch dazusetzen können. Die junge Dame. Ole, ole. Wie ist die Stimmung hier? Super! Und was macht ihr Schönes? Woher kommt ihr? Erzählt mal. Ja, wir kommen ursprünglich also aus Fellbach, aber noch ursprünglicher komme ich aus Rumänien. Aus Rumänien? Genau. Und macht Spaß hier auf dem Vasen? Auf jeden Fall. Immer wieder super. War da auch schon in München? Auf der Wiesn? Nein, aber ich habe gehört, hier ist noch besser. Hier in Stuttgart ist besser? Ja, auf jeden Fall. Auf alle Fälle, kann ich auch noch unterstreichen. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß hier. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ja, man sieht, Stuttgart wird den Münchnern vorgezogen. Da haben wir auch noch mal eine junge Dame. Die hübschen Mädels, die findet man hier in der Lounge der Wilhelmer. Wie ist dein Name? Wo kommst du her? Erzähl mal. Katharina aus Stuttgart. Nadine aus Stuttgart. Katharina. Nadina. Das passt auch, ja. Oh, okay, Entschuldigung. Ist so laut hier, man muss ja mal ein bisschen zweimal genau, hinhören. Genau, alles gut, alles gut. Aber ich hoffe, es passt schon, du hast es richtig gesagt natürlich. Ihr seid schön am Feiern. Sind wir, guck mal. Okay, also gute, gute Laune ist angesagt. Gute Laune ist angesagt, sehr schön, vielen Dank. Prima, schönen Abend euch. Danke.
Und hier haben wir noch den Frederik. Frederik Reinicke, unseren Gastgeber. Also ich sage mal wieder herzlichen Dank für die Einladung und einen tollen Abend haben wir schon erlebt. Und das Ganze natürlich wieder fürs Kinderhospiz. Ja, jedes Jahr geht ein Teil der Eintrittsgelder an das Kinderhospiz und die Tombola machen wir exklusiv für das Kinderhospiz. Und in dem Fall möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich bei den vielen Firmen bedanken, die wirklich sehr, sehr großzügig die Preise gespendet haben. Wir haben ungefähr 50 Preise, die einen Preis über 10.000 Euro haben. Also wirklich ganz, ganz toll und herzlichen Dank nochmal. Ja, auch, wie gesagt, nochmal von uns herzlichen Dank. Wie wir vorhin von Michael erfahren haben, es ist ja 10 Jahre hier dieses Schwabenweltzelt, dieses neue. Also er feiert Jubiläum, ihr seid zum 8. Mal mit dabei. Also in 2 Jahren können wir dann das nächste feiern. Richtig, da feiern wir unser 10-jähriges und sind mal gespannt. Genau, also ich sage nochmal danke und einen schönen Abend. Wenn ihr wieder da seid dann. Also bislang haben wir es ja immer möglich machen können und ich sage mal danke. Dankeschön, Frank. Danke. Tschüss. Sehr gut. So, an dieser Stelle soll mal der kleine Rundgang beendet sein. Ich sage mal danke, wenn man noch was ins Auge sticht, dann sind wir natürlich nochmal auf Sendung. Ja, Vasenpirsch hier habe ich mein. Ich bin so verschrocken gerade. Auf einmal stehe ich schon neben mir, gerade war ich noch hinter der Kamera. Entschuldigung. Ich bin gerade. Aber wir kennen noch ein kleines bisschen da hoch, genau. Da wir besser im Bild sind. Ja, wie geht's dir denn? Ich weiß auch nicht, ich bin gerade so verschrocken. Auf einmal, ich habe gerade noch gefilmt. Und auf einmal stehst du vor mir. Leute, also da brauchst du kann ich Autogramm haben? Warum? Ja, ey, ich hab noch kein Autogramm von dir. Du, da gibt's so ein nettes Heftle von der Vasenpirsch. Nee, du meinst dein Sparbuch, aber das ist ein ganz trauriges Neu, Buch. Neu. Das Heftle, was hier zum Vasenpirsch rauskommen ist, stimmt, da kann ich doch noch ein Autogramm geben. Okay, dann kriege ich ein Autogramm. Weil da sind ja wir drin. Das finde ich gut, ja, okay. Dann machen wir das so. Oh, ich bin ja gar nicht mehr auf dem Bild gucken. Die Kamera macht sich voll selbstständig. Ja, ja. Die Kamera macht, was sie will. Aber die ist eine gute Kamera. Macht auch gute Bilder. Ein bisschen glumm. Aber nein, sonst ist okay. Okay, aber man muss auch sagen, es ist schon spät, dann darf sie auch ein bisschen daneben aus. Ja, wir haben jetzt 3 Maß im Gesicht. Der Stefan, wo dahinter die Leuchte hält. Also er ist nicht die du meinst die Leuchte? Er ist nicht die große Leuchte, aber der hat 5 Maß im Gesicht. Okay. Von aus wird der Film ja nichts. Ja. Aber Leute, wir geben euch jetzt genügend Material für den Abspann. Genau. Einfach mal warten. Wir sagen jetzt einfach mal nichts. Es bleibt einfach nur mal Abspann, okay? Einfach ein bisschen mal gucken, was kommt. Abspann. Hast du schon Abspann durch? Haben wir so Abspann durch? Ja, wie lange machst du Abspann, ist die Frage. Es läuft halt. Läuft immer noch. Oh, 10, Alter. 10 Sekunden. 9. 20 Sekunden. 20 Sekunden bist du blöd, oder was? Und dann kommt ja bei YouTube immer noch, wenn es euch gefallen hat, bitte hier liken und bitte hier teilen. Und hier liken, wenn genau. Ihr da drauf guckt, wenn das technisch geht. Genau. Vielleicht ist es auch da oben. Das sieht man dann im Schnitt. Richtig. Und dann habe ich ja... Aber jetzt auch nicht im Bild sein. Doch, jetzt, sonst bin ich angeschnitten. Dann möchte ich noch auf unseren Partnerkanal, einen neuen Kanal habe ich ja noch eingeführt. Echt? Promi Time heißt das Ganze. Das macht der Kollege, der heute leider nicht dabei ist. Aber den grüßt man an der Stelle. Benny. Der Benny hat was verpasst. Ja. Du arme Sau. Jetzt musst du den Scheiß zusammenschneiden, dann hast du auch nichts gesoffen. Aber nächstes selber Mal. Selber schuld. Ja, nächstes Mal. Genau. Also in diesem Sinne auch Dank an den Stefan, der Herr Abt. Ja. Der Herr Abt. Aber das schüttelt uns jetzt. Wieso da muss man einen Piepser reinmachen jetzt. Piep. Also der Herr Piep, der will nicht genannt werden, dass er beim SWR aufnahm. Jetzt ist Licht ausgegangen. Aber in diesem Sinne. Macht's gut. Ja. Ade. Und schöne Weihnachten. Und einen guten Rutsch. Ja. Und frohe Ostern.